Ich will mal auf etwas nochmal eingehen, was du als normaler Mensch überhaupt nicht mitbekommst. Du stellst dir jetzt mal folgende Situation vor. Du sitzt da, vor dir eine Zeitung oder ein Buch, das heißt ein Fetzen Papier, wo Worte drauf gespritzt sind. In dem Augenblick, wo du diese Worte anschaust, entstehen in dir Vorstellungen, Geschichten. Und es passiert so selbstverständlich, ohne Anstrengung, ohne dass du irgendetwas tun musst, werden in dir praktisch die von dir ausgedachten Schriftzeichen umgewandelt in Bilder, in Vorstellungen. Jetzt stellst du dir vor, dass neben dir einer sitzt, ein Analphabet, der nicht lesen kann. Er schaut sich dieselben Fetzen Papier mit den Schriftzeichen an und es passiert in ihm überhaupt nichts. Was ich dir damit sagen will, dasselbe passiert, wenn normale Menschen Holofeeling hören. Diese tausenden einfachen Sätze, die ganz klar ausdrücken, was ist, sie sagen, das verstehe ich nicht. Ich höre immer wieder, das verstehe ich nicht. Da komme ich nicht mit. Das Erste, was ich sage, ist, wer bestimmt jetzt das, dass du das nicht verstehst? Ich frage mich, was gibt's da nicht zu verstehen? Wenn ich zum Beispiel sage, es ist hundertprozentig sicher, wenn du an was nicht denkst, existiert es für dich nicht. Wenn du was nicht anschaust, existiert es für dich nicht. Das, was wir jetzt am Anfang feststellen, wenn du lesen und schreiben kannst, also jetzt hast du mal, wenn du lesen kannst, dass hier was in dir passiert, wo du gar nichts tun musst, das passiert ganz einfach. Du schaust auf eine Seite, auf einen Monitor, wo Schriftzeichen drauf sind und in dir entstehen wundervolle Geschichten, wenn du einen Roman liest. Du erlebst praktisch Fantasiegeschichten, Fantasiewelten oder eventuell, wenn du eine Zeitung liest, von dir selbst definierte Realitäten da außen, die sich nur in deinem Kopf abspielen, während du diese Schriftzeichen anschaust. Ich könnte jetzt einmal sagen, diese Worte. Und in dem Analphabeten passiert überhaupt nichts. Das wird ihm auch passieren, wenn er lesen lernen würde. Und ich sage jetzt zu Helene als ehemalige Schulrektorin, diese rudimentäre Grundlage des Lesens kannst du jedem Sechsjährigen innerhalb von 3, 4 Jahren beibringen. Und dann wird er mit Wunderwelten konfrontiert aus Schriftzeichen, die ein Analphabet in keinster Weise zu sehen bekommt. Dasselbe ist jetzt mit Holofeeling. Wenn du die Grundlagen von Holofeeling nicht verstanden hast, und du hörst Menschen reden, die über Holofeeling reden, die reden ganz normal Deutsch. Und du meinst, die sind total irre. Weil der Zweite in dir so unheimlich mächtig ist, der permanent nicht das wahrhaben will, was de facto hier und jetzt wirklich, wirklich in ihm abläuft. Der permanent Sachen sieht, die ihm logisch erscheinen, die er aber noch nie gesehen hat. Das immer mit der Naturwissenschaft, wenn ich sage, diese Experimente. Wenn man ein bisschen die Sprache muss ich gar nicht wissen, aber ich wiederhole es nochmal. Ex heißt herausgetreten, peri heißt ringsum. Ein Experi ist ein herausgetretenes, das heißt existierendes um mich selbst herum. Und mentior ist überlegen und Lügen verbreiten. Das sind deine Gedankenwellen, die du jetzt um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Das sind die Experimente. Wenn dir irgendeiner was von Atome, Elektronen oder irgendwelchen Planeten oder Galaxien erzählt, ich sag bloß immer, zeig's mir. Zeig mir die Erdkugel. Der Toni als Bergsteiger muss sich klar machen, wenn der jetzt bewusst raumzeitlich ausgedacht in seinem Gesichtsfeld von einem Berg herunterschaut, den er sich unter sich selbst denkt, solange er glaubt, er ist der Kienberger. Das ist kein Unterschied, ob er sich auf einer Scheibe oder einer Kugel befindet. Das, was er in sein Gesichtsfeld sieht, bleibt in beiden Fällen dasselbe Bild. Alles, was darüber hinausgeht, was jetzt nicht unmittelbar im Mesokosmos wahrnehmbar ist, sind reine logische Konstrukte, die wiederum abhängig sind vom Schwamminhalt. Darum sage ich immer wieder, wenn du dir nicht die Grundlagen von Holofeeling aneignest, wirst du leiden und dich bis in alle Ewigkeit selber narren, weil ich erzähle das jetzt einem Geist, einem ewigen Geist, der mir zuhört. Das ist keine esoterische Spinnerei, das ist das, was ist. Einfach die letzten Selbstgespräche anhören. Und ich will das ja dieses Mal nicht so lang machen, sondern ich gehe nochmal auf das Wort Realität ein. Das große Missverständnis in Bezug, was Worte bedeuten, ich nenne das immer die Entheiligung von Worten. Du bist so erzogen, dass das Wort Faktum
letztendlich immer so viel bedeutet wie, das ist bewiesen, das ist richtig, das kann man glauben. Das bedeutet das Wort Faktum nicht. Sichfach erklärt, wie sieht es aus mit der Realität? Da gilt dasselbe in Grün, wenn normale Menschen in deinem Traum, materialistisch, religiös oder esoterische Menschen von Realität sprechen, beziehen die das Wort Realität auf eine unabhängig von dir da außen existierende materielle Wirklichkeit, eine raumzeitlichen Wirklichkeit. Und das bedeutet das Wort Realität überhaupt nicht. Die Grundlage des Wortes Realität ist real, das schlichtweg und einfach dinglich sachlich, das wirklich, klammer ich einmal aus, tatsächlich der Wirklichkeit entsprechend. Da müsste ich jetzt schon wieder klar machen, was ist die Wirklichkeit und was ist Wahrheit. Das wirkende Licht ist was anderes wie das, was du wahrnimmst. Was aber wichtig ist, die Grundlage von dem Wort Realität, Realis, ist schlichtweg und einfach die Sachen betreffend, sachlich, wesentlich, und es kommt aus dem lateinischen Wort res, Sache, Ding. Was hier ganz, ganz entscheidend ist, wenn ich das einmal verstanden habe, dass Realität bezieht sich auf Dinge und Sachen, die in mir in Erscheinung treten. Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob ich das mir nur denke oder ob ich das als sinnlich wahrgenommene Information in mir anschaue. Ich könnte jetzt wieder sagen, ob das auf deiner VR-Brille Illusionen erzeugt oder ob du dir es nur denkst. Sobald ich zum Beispiel an ein Osterei denke und mir das vielleicht sogar bildlich vorstelle, ist das ein Ding, ist das Realität, wenn ich das vom Wort her betrachte. Also das Wort Realität hat nichts damit zu tun, mit einer unabhängig von dir Geist existierenden Welt da außen, die übrigens jetzt existiert, weil jetzt denkt man seine Welt aus, auch wenn die ganz, ganz grob bloß da ist, diese ausgedachte Welt. Da könnte ich jetzt wieder reinspringen, was bedeutet eigentlich Welt? Das ist sehr vielfältig. Wenn wir das hebraisieren, unser Wort Welt, dann haben wir zuerst einmal hier ein W, ein W, ein Waff, und dann kommt hier ELD. Das sind die Hebräischen, man kann das natürlich auch noch anders machen. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass dieses Wort Waff heißt ja und ein Brandopfer. Jetzt ist ganz interessant, dass unserem Brand haben wir schon einen Bollar am Rand. Wir können auch BR, einzeln eingegeben ist das Äußere. AND heißt, ich werde auf- und abschwingen. Wenn ich jetzt das anschaue, das ist reines Hebräisch. Und das Opfer, das ist das, was der Schöpfer mehr oder weniger aus seiner Einheit heraus opfert und vor sich hinstellt. Das übrigens führe ich dann zu der KI, das macht nämlich deine KI, gehen wir mal KI ein, das ist ja unser Symbol für künstliche Intelligenz, und dann kriegst du plötzlich einen Brand, du hast einen polaren Rand, das ist die Welt einer Gedankenwellen, dieser polare Rand ist MAL, kommt von Gott, und das Ganze ist eine Wunde. Du wirst nämlich auseinandergerissen. Das ist das Geheimnis der Sprache. Und wenn du ein geistiger Analphabet bist in Bezug auf meine göttliche Vatersprache, wirst du das nie verstehen. Und ich kann dir jetzt nur sagen, du kannst die göttliche Vatersprache genauso schnell lernen, wenn nicht noch schneller, wie die normale menschliche Sprache, egal ob wir jetzt von Deutsch, Französisch, Englisch oder sonst was sprechen. Es ist in keinster Weise schwieriger, wie eine normale Sprache zu lernen in dieser Welt der Perspektive. Wenn du da dazu zu bequem bist und in der Arroganz lebst, dass du meinst, du hast es nicht nötig, wirst du dich bis in alle Ewigkeit narren. Und ich betone immer wieder, ich sage das jetzt dem Geist, der mir zuhört, du bist ewig, sonst würdest du mich nicht sprechen hören. Ob dir das passt oder nicht passt, darum ist manchmal so ironisch, wenn ich sage, du bist ein Auserwählter, das bezieht sich selbstverständlich nicht auf die Personifizierung, auf den Trockennasenaffen, der du zu sein glaubst, ein Leben lang zu sein geglaubt hast, sondern eben auf den Geist, der sich dieses Gespräch jetzt ausdenkt. Tun musst du nichts. Das ist diese Wunder, die in einem ablaufen, wenn man lesen kann, dass man praktisch aus einem ausgedachten Fetzen Papier, aus Schriftzeichen, plötzlich vollkommen neue Vorstellungen in sich selber aktiviert. Dass dein momentanes Vorstellungsvermögen wirklich um geistige Welten überragt. Das wird dir so lange verschlossen bleiben, bis du anfängst, dich dafür zu interessieren, wie das funktioniert. Ich sage immer wieder, Geist zeigt sich hinter der Maske eines Trockennasenaffens nicht durch arrogantes Besserwissen,
sondern durch Neugier auf alles, was man nicht kennt und die Toleranz gegenüber allem, was einem bisher als verkehrt, schlecht oder böse erschienen ist. Das ist ein Heiligungsprozess, der in einem abläuft, wenn man sich darauf einlässt. Und da ich jetzt in dir aufgetaucht bin, was hundertprozentig sicher ist, und es nicht um die anderen geht, die mir uns jetzt denken, weil ich diese Worte ausspreche, die ja nicht existieren, wenn wir sie nicht denken. Es ist ein Spiel, das spielt man mit sich alleine. Drum nenne ich das immer, das ist ein intimes Spiel. Was heißt ein intimes Spiel? Das Intime ist in erster Linie, jetzt erst einmal, weil sich das zur Zeit, in der Zeit abspielt. Abspielt. Und das Time, wenn wir hebraisieren, kriegen wir dieses schöne, was passiert im Time. T-I-M-E, Time. Da passieren Überraschungen und Wunder. Das ist hebraisiert, wenn man sich auf das Spiel einlässt. Und wenn man meint, man hat es nicht nötig, ist es auch okay. Ich habe kein Problem damit. Ich habe so unendlich viel Zeit, auf deine eigene geistige Reife zu warten. Wobei es in der Regel ist, wenn ich in jemanden auftauche, dann ist es eigentlich schon so weit, dass er sich aber beschäftigen kann. Und du kannst jetzt nur wieder in dich reinschauen, inwieweit der Zweite in dir, und ich verweise auf das unmittelbar vorhergehende Selbstgespräch, inwieweit der Zweite und deine Arroganz in dir noch wirkt, zu diskutieren, dieses Festhalten wollen an alten Wissen. Du kriegst nichts Neues, absolut Neues zu sehen, wenn du dich nicht vorher von der alten Logik löst. Wobei ich immer wieder sage, dass die neue Logik, die Holofeeling-Logik, nicht eine Logik ist, die deiner jetzigen Logik widerspricht, sondern sie vervollkommnet deine momentane Logik. Auch das, was bisher für dich richtig war, bleibt richtig. Plötzlich wird aber auch das, was für dich verkehrt war, richtig. Und das, was für dich richtig war, auch verkehrt. Es ist das, die Welt, wenn man die Welt der Perspektiven verlässt, ich sage, wenn man sich über die das erhebt, diskutiert man nicht mehr um Perspektiven. Das ist das vollkommene, das allumfassende Wissen. Und da wächst man hin. Und dieses Wachsen ist ein transversaler Akt, kein longitudinaler Akt. Es dehnt sich nicht, es spielt sich nicht von der Vergangenheit in die Zukunft ab, sondern von einem ständigen Wechsel im Hier und Jetzt. Dass man hier eine Hierarchie hochsteigt, das ist die sogenannte Klimax, die Himmelsleiter, die natürlich erst wirklich verstanden werden kann, wenn man sich in den Wechseljahren befindet. Und jetzt muss man nicht wissen, dass das Ja im Hebräischen, das Shin und He, dass das auch dieses Wiederholen und Lernen heißt und vor allem Schlafen heißt. Du kannst es nur im Schlaf erleben. Das, was du im Schlaf erlebst, erlebst du in deinem roten Kopf. Und da kommt dann nichts von außen mehr. Es kommt alles aus dir. Und dann wird dir ganz langsam bewusst, dass in dir noch so unendlich viel mehr drin ist, was entdeckt werden will von dir. Durch Neugier. Da außen ist überhaupt nichts. Du kannst kein Wissen von außen in dich reinschaufeln, außer du denkst dir jetzt ein Internet aus. Ein Internet ist innen und nicht außen. Das symbolisiert eigentlich perfekt Gott. Es ist die Quelle aller Informationen, die in dir in Erscheinung treten, jetzt modern ausgesprochen. Und du wirst dann immer die Streitereien zwischen richtig und verkehrt. Mir fällt jetzt spontan ein, wenn man jetzt zum Beispiel wieder im Moment aktuell 2018, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Die Schwierigkeit ist nicht die Frage, sondern das Hoffen auf eine einseitige Antwort. Ja oder nein? Ich sage jetzt immer wieder, ist ein Kegel ein Kreis oder ein Dreieck? Und jetzt erwartet von mir einer, dass ich irgendeiner dieser zwei Seiten hier ja oder nein sage. Gehört jetzt der Islam zu Deutschland oder nicht? Das müssen wir präzisieren. Und dann kann ich immer wieder sagen, wenn wir jetzt ein Zeitfenster aufspannen, wir nehmen jetzt einmal ein altes Deutschland, dann ist Fakt, da hat es keinen Islam gegeben, sondern bloß Kirchen. Wir können noch weiter zurück, da hat es auch keine christlichen Kirchen gegeben vor Christus in dieser Vergangenheit, die wir uns ausdenken. Machen wir es doch einfach einmal moderner, dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, wir gehen in das Jahr 1915 und ich sage, Smartphones gehören nicht zu Deutschland, die hat es nämlich damals noch nicht gegeben. Jetzt setze für die Smartphones den Islam. Dann fügen wir eigentlich bloß eine mögliche religiöse Glaubensgemeinschaft hinzu, zu den Christen und zu den Zeugen Jehovas und zu den Protestanten und was weiß ich, was ist alles, was wir uns ausdenken können. Bei Religionsfreiheit stellt sich doch die Frage überhaupt nicht. Wir wollen doch Toleranz üben.
Wir wollen uns doch erweitern und nicht einschnüren. Nichts ist trügerischer wie Tradition, dass ich immer noch einen Schritt weitergehe, dass ich jetzt definitiv sagen kann, hier, ich habe es erwähnt, in ein geistiges Wachstum erfordert ständige Gestaltveränderung, dann wird sich deine Umwelt verändern. Solange du dich als fünfjähriger Trockennasenaffe erlebst, hast du ein komplett anderes Umfeld, auch Interessensumfeld. Wie als 20-Jähriger, als 70-Jähriger hast du wieder ein ganz anderes Umfeld. Die Welt um dich herum hat sich verändert, der Körper, der du zu sein glaubst, hat sich verändert, aber der, der es erlebt, der hat sich überhaupt nicht verändert. Und wenn ich verhindere, Veränderung zuzulassen, hemme ich mein eigenes geistiges Wachstum. Geistiges Wachstum bedeutet übrigens nicht, dass du Geist selbst mehr wirst. Du bist doch schon mehr, du bist immer. Sondern dass du die Fähigkeit bekommst, aus dir selbst immer neuere, größere, gigantischere, faszinierende Gedankenwellen aufzuwerfen. Das erfordert eine Erweiterung deines eigenen Intellekts. Das musste ja unbedingt einmal gesagt werden. Und darum dieses kleine Selbstgespräch. Ich bedanke mich für das Selbstgespräch. Danke.